Bayer Leverkusen kriegt es knüppelig. Da hatten sie das Spiel so im Griff. Und Casillas mit dem Fuß. Es muss irgendwann eine Gerechtigkeit geben. Casillas wieder mit dem Fuß. Es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht, diese Gerechtigkeit. Europa verbeugt sich heute Abend vor Bayer Leverkusen. Es war insgesamt natürlich ein wahnsinniges Jahr, auch mit den Gegnern, vor allen Dingen verschiedenste Mannschaften, Spanien geschlagen, Italiener geschlagen, Engländer geschlagen, also Top-Mannschaften. Extrem hohes Niveau. Leverkusen spielt ja gegen alle großen Mannschaften der großen Ligen, nicht? Also das hast du ja sonst in einer Champions League nicht. Dann hat die Mannschaft gezeigt, dass als Mannschaft man die Qualität hat, mit jeder großen Name mitzuspielen. Da hat keiner mehr gefragt, wo Leverkusen ist. Esa temporada, Bayer Leverkusen tuvo un mal final, pero sí que es cierto que durante toda la temporada estuvo siendo bastante destacado. Bueno, pues yo creo que admiración deportiva. War ein tolles Jahr. Den besten Fußball gespielt, ja? Da war alles drin. Bueno, esa había una buena generación, ¿no? Estaba, bueno, posiblemente Balak y era el más conocido, Lucio, defensa central de Brasil. Luego tenía un jugador Schneider que a mí me gustaba mucho, que era muy bueno, Ramelov, Bastur, que era un jugador muy habilidoso. Topmüller war einer der wenigen Trainer, der das Beste aus dem Jungen rausbekommen hat, weil er unheimliche Qualitäten hatte, aber wahrscheinlich auch seine Freiräume braucht. Und die hat er ihm gegeben. Und das heißt, sie hatten Power, sie hatten filigrane Spieler, sie hatten alle technisch versiert, also waren unheimlich ballsicher. Im Laufe der Saison hat sich dann ein herrliches Duo ergeben. Placente und Seroberto waren fantastisch. Die haben sich so gut ergänzt, abgewechselt. Aber auch vorne mit einem Ulf Kirsten, der freie Wege für seine Mitspieler macht, mit seinem Cleverness. Sie hatten zwei herausragende Innenverteidiger. Wir wissen ja, Lucio, was er danach für einen Weg gemacht hat. Mit seiner Power immer, wenn er angetreten ist und wenn er mit dem Ball am Fuß da durchs Mittelfeld gelaufen ist, da war er nicht zu stoppen. Und dann hatten sie natürlich mit Schneider einen deutschen Brasilianer in ihren Reihen. Der Schnicks, der konnte die Spiele entscheiden aus dem Nichts. Ja, und Du wusstest nie, was er macht, oder du wusstest, was er macht, aber du konntest trotzdem nichts dagegen machen. Dann haben sie natürlich mit Kirsten einen Knipser da vorne, einen Berbatov noch dabei. Der Schlüssel war natürlich mit Jens Nowotny und Lucio, dass wir zwei Innenverteidiger hatten, die Mann gegen Mann spielen konnten und die Schnelligkeit damals schon mitbrachten, dass, und der Mannschaft auch die Sicherheit gegeben haben, dass wir hoch stehen können, attackieren können, dass wir insgesamt mit Carsten Ramelow einen Mann davor hatten, meistens der noch abgesichert hat, aber alles drumherum war relativ offensiv ausgerichtet. Und das war unser Schlüssel, das war ein attraktiver Fußball, aber auch risikoreich. Aber wir haben dort schnell gemerkt, Lucio war ein Spieler, der dann mit nach vorne gegangen ist. Also dieses Überzahl schaffen und Auflösen von engen Situationen, das war eigentlich unsere Stärke damals. Ne? Der Gros der Mannschaft hatte das schon erlebt, hatte auch den Anspruch, wollte den nächsten Schritt machen, auch international. Es gibt einige Mannschaften wie Real oder Barca, die sind hier, du kannst die nicht, sagt man, eigentlich reichen. Wir waren da nicht irgendwie Favorit in der Gruppe, sondern wir haben uns da auch in der Spielstärke mit den anderen Mannschaften gesehen und wollten natürlich weiterkommen in der Gruppenphase, ganz klar. Das war damals zwei noch mit Zwischenrunde, war noch ein bisschen anderer Modus, viel intensiver, auch schwerer dann bis ins Finale zu kommen, ganz klar. Aber für uns ging es einfach Erfahrung sammeln, Step by Step. Wir wollten uns weiterentwickeln, wir wollten erfolgreich sein, aber
die Runde wollten wir natürlich schon überstehen. Also Kalli war auch ein Manager, der, glaube ich, auch eine Top-Mannschaft zusammengestellt hatte mit den anderen Verantwortlichen. Aber das war schon das Ziel, da weiterzukommen. Und ich glaube, das war die große Stärke auch von Toppmöller, dass er die Spieler stark gemacht hat, dass er wusste, er hat Spieler, das sind angehende Weltklasse-Spieler oder vielleicht waren sie schon. Und er hat denen da die Verantwortung ein Stück weit überlassen, zu sagen in der Kabine und den Jungs zu sagen, was möglich ist. Und man sieht auch Ulf Kirsten, der war in seiner letzten Saison, richtigen Saison, der hat noch 18 Tore geschossen insgesamt, hat kaum ein Spiel über 90 Minuten gespielt. Also sehr oft ausgewechselt worden oder eingewechselt worden. Wichtige Tore geschossen, das 1-0, späte 1-0 zum Beispiel zum Auftakt in Lyon. Ich glaube, dass man Leverkusen relativ früh auf dem Zettel hatte und wusste, gegen die ist nicht zu spaßen. Man freut sich richtig auf Barcelona, obwohl die Spanier vor der Partie als Favorit gelten. Doch auch Leverkusen hat mit dem Auftaktsieg in Lyon eine erste Champions-League-Duftmarke gesetzt. Franzosen haben vielleicht nicht ganz so namhafte Spieler, aber es ist nun auch bekannt gewesen, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben. Barcelona hatte letztes Jahr auch gewisse Probleme, haben sich jetzt wieder gut verstärkt. Also Respekt ist da, der auch nötig ist, aber Angst sicherlich keine. Zumal allen Beteiligten in Leverkusen klar ist, dass ein Erfolg nicht nur toll fürs Renommee wäre. Das ist sicherlich ein Schlüsselspiel oder ein Spiel, wo man sagen kann, der Sieger wird sicherlich da schon beste Karten haben, um die zweite Qualifikationsrunde zu erreichen. Relativ unspektakulär die Ankunft der Barca-Stars heute Nachmittag auf dem Köln-Bonner Flughafen. Und obwohl Trainer Carlos Rexach Stars wie Reitziger, Cocu, Rivaldo oder Overmars zu Hause lassen musste, kann sich immer noch sehen lassen, was da morgen Abend in der Bay-Arena auflaufen wird. Aber das Schöne ist, man hat nichts zu verlieren, man hat nur zu gewinnen. Ja, Leverkusen hat ein Heimspiel, steht unter Druck, die müssen sich beweisen. Aber wir können nicht morgen auf Teufel komm raus da stürmen und da ist gerade Saviola, Kluivert, Giovanni prädestiniert für uns da abzuschießen. Das war mehr das, weißt du, das Possession-Spiel, Tiki-Taka, ein, zwei Kontakte nur. Du musst immer wissen, wo soll das der Ball weitergehen. War immer schnell im Gedanken. Barcelona war schon ein besonderes Spiel und wenn du die schlägst, dann entwickelst du natürlich auch gewisses Selbstvertrauen. Die nächsten Aufgaben, du wirst anders gesehen, der Gegner sieht dich anders dann auch, das macht es natürlich schwerer. Aber wir konnten ganz gut damit umgehen. Sicher ist es so, man hat großen Respekt und auch von der Geschichte und so. Und wir wussten, es wäre ein enges Spiel. Die haben Spitzenspieler, die alleine die Spiele entscheiden können. Dann Oliver Neuwil, die enorm viel gelaufen ist. Ich glaube, er hat auch ein Tor geschossen. Ja. Wenn du dich selber dann pushst und der Anspruch wurde immer höher, der wurde automatisch auch innerhalb der Mannschaft war sehr hoch, weil, wie gesagt, die Spieler sehr stark waren und die Qualität es einfach hergegeben hat. Wir waren schon klar eigentlich Außenseiter in der Gruppe, weil mit Arsenal, Juventus und selbst La Coruña war damals eine wirkliche Hausmarke. Wenn du natürlich 15, 17 oder 18 Spieler hast in der Champions League, kann es natürlich auch passieren, dass man eine auf die Mütze bekommst. Sie waren so variabel, also da lacht mir das Herz heute noch. Wir hatten ja keinen Spieler, der irgendwie schon auf dem Level
so weit gespielt hat, also gekommen ist. Also von daher war das für uns alle Neuland und ich glaube, dementsprechend haben uns auch die Gegner gesehen. Also sie haben uns noch nicht auf dem Schirm gehabt und danach sicherlich. Gut, die haben in Turin 0-4 verloren, aber die Umstände waren natürlich gespenstisch buchstäblich. Man hat dort nie irgendwas gesehen. Ich bin da auch zweimal angereist. Ich habe nie die beiden Tore gesehen. Ich kann mich eigentlich noch ganz gut erinnern, weil wir die Woche vorher ja auch schon eine Spielabsage hatten. War auch schon Nebel. Das Spiel wurde dann auf die nächste Woche verlegt, war wieder Nebel. Somit war der Terminkalender eng, glaube ich, für die UEFA. Und ich kann mich erinnern, Kali war, glaube ich, in Südamerika. Er war nicht da, nicht präsent an dem Abend. Ich glaube, es wäre wichtig gewesen. Ich glaube auch, wenn Kali da gewesen wäre, hätte das Spiel nicht stattgefunden am nächsten Tag. Wurde noch lange diskutiert auf dem Platz bis 11 Uhr abends, glaube ich, ob das Spiel, wann das Spiel stattfindet. Nehmen wir jetzt mal an, das Spiel findet tatsächlich nicht statt wegen des Nebels. Was passiert denn dann? Also im schlimmsten Fall, wenn das Spiel wirklich abgesagt werden sollte, steht der Spieltermin, der Ausweichtermin für diese neuerliche Verlegung bereits fest. Das wäre morgen 15 Uhr. Da ist dann geplant, dieses Spiel nachzuholen. Wir haben lange noch in der Kabine warten müssen. Oh, man hat uns warten lassen und dann mitgeteilt, ziemlich spät, es wird doch morgen Mittag gespielt um 3. Also das war schon teilweise abenteuerlich. Dann früh um 10 wieder ein Bus gesetzt, wieder zurückgefahren nach Turin und eigentlich ab 12 Uhr mittags in der Kabine gehockt, auf den Anpfiff gewartet bis 3 Uhr. Also die Vorbereitung war alles andere als optimal, haben uns dann auch eine schöne Viererpackung abgeholt. Selbstbewusst sollte Leverkusen in Rot-Schwarz also in Turin antreten. 8 Minuten gespielt, Juventus von links nach rechts im Angriff. Das ist Del Piero, Trezeguet 1-0. Leverkusen kam nach dem Rückstand besser ins Spiel und zu Tormöglichkeiten, wie hier durch Olivier Neuville. Mit der Führung im Rücken würde Juventus souverän und zelebrierte die Konter. Thuram, Trezeguet und diesmal umgekehrt auf Alessandro Del Piero. Das 2-0. Leverkusen nun völlig von der Rolle, beschränkte sich aufs Reagieren und phasenweise aufs Zuschauen. Igor Tudor, das 3-0, die Entscheidung. Turins Trainer Marcello Lippi schaute sich auch die zweite Hälfte genussvoll an. Seine Mannschaft begnügte sich mit einer sehenswerten Aktion. Trezeguet 4-0. Leverkusens Start in die Zwischenrunde geriet zu einem Debakel. Wer denkt, dass wir da einen Knacks kriegen, der kennt sicherlich die Mannschaft nicht und auch die einzelnen Charaktere. Die Jungs wissen, dass sie heute Mist gebaut haben und wollen das mit Sicherheit am Samstag schon wieder besser machen. Man hat eben auch die Diskrepanz gesehen, ja, mit diesem offensiven Fußball, wie ich ihn beschrieben habe, dass man mal schnell unter die Räder kommen könnte. Und da sind wir, zweimal haben wir da Lehrgeld bezahlt. Ich vergleiche es mal, bei Bayern München hätte es da vielleicht andere Töne gegeben, wenn du zweimal 4-0 verlierst. Bei uns, ja, wir haben das so runtergeschluckt, das wurde noch akzeptiert, weil die Gruppe war ja schwer, wir waren neu, wir waren noch nicht so erfahren. Und das war auch gut für uns. Wir haben ja international trotzdem noch gelernt, dazugelernt, weil wir nicht so oft auf dem Niveau gespielt haben. Aber wir haben unheimlich, wie gesagt, schnell gelernt. Ich glaube, da hat der Trainer großen Einfluss gehabt, weil er einfach eine Ruhe und eine Sachlichkeit ausgestrahlt hat. Dass er den Jungs wahrscheinlich gesagt hat nach dem Spiel, Mund abputzen, wir haben noch 2 oder 3 Spiele, wenn wir die gewinnen, dann können wir oder werden wir weiterkommen. Und da hat er, glaube ich, großen Einfluss gehabt. Also er hat eigentlich das verkörpert, was die Mannschaft ausgestrahlt hat, weil sie nie in Panik verfallen sind. Das war vielleicht ein entscheidender Punkt vielleicht auf dem weiteren Weg bis zum Finale, dass sie nach diesem 0-4, das ja wahnsinnig enttäuschend war, 5 Tage später zu Hause gegen Deportivo La Coruña gespielt haben und die 3-0 weggefegt haben. Da spielte Mauro Silva, ein Weltmeister, drin. Roy Mackay, der später in der Bundesliga bei Bayern München noch für Aufsehen gesorgt hat. Juan Carlos Ballarón, ein großartiger Spanier. Das war eine richtig gute Mannschaft. Die haben sie 5 Tage danach, nach diesen Strapazen, Reisen, Enttäuschung, 3-0 weggesteckt, weggespielt. Das war für mich mitentscheidend, dass sie bis zum Ende durchgehen konnten. Große Charakterstärke.
dieses Zusammenspiel Trainer-Mannschaft, das hat die Leverkusener, glaube ich, wirklich ausgezeichnet. Und auch wenn ich mit den Jungs gesprochen habe, wenn sie über den Trainer gesprochen haben, also die haben in den höchsten Tönen haben sie den gelobt, was er für ein Fachmann ist, was er für ein toller Mensch ist, was er auch damals schon fast wichtiger war als die fachliche Kompetenz. Und ich glaube, das war einer der ausschlaggebenden Punkte, warum die Leverkusen in dem Jahr so erfolgreich waren. Tobi war ein Trainer, der die Mannschaft unheimlich gut eingestellt hat, guten Mix zwischen Lockerheit, aber auch, Ansprüchen gestellt hat. Und somit war von der Seite eigentlich eine super Atmosphäre in diesem Jahr auch bei uns im Team. Wenn man einfach sieht, dass man da mithalten kann und auch gewinnen kann, ist ja klar, dass die Spieler dann sagen, also Freunde, wir sind auch mit dabei. Leverkusen zeigte sich in La Coruña nicht nur erfolgshungrig. Ein Häppchen für den Manager, ein Pilz für den Trainer und für die Mannschaft gab es beim Bankett nach dem Viertelfinaleinzug sogar frische Scampis. Man gönnte sich was und hatte es sich auch verdient. Plötzlich ist Leverkusen auch wer in Europa und will in der Runde der letzten acht möglichst weiterhin die internationale Konkurrenz aufmischen. Im Prinzip lechzen wir alle nach dem Titel. Con jugadores que tú veías que tenían, o sea, que no eran jugadores de un día, de dos partidos, sino tú veías que tienen una progresión. Aparte, ya te digo que lo que te marca mucho, aparte de la Champions, es también lo que estás haciendo fuera de la Champions, que es el torneo regular, que es la competición alemana. Y tú ves que ellos están arriba. Entonces, tú les ves muy fuertes, o sea, les ves muy fuertes durante todo el año. Y al final tú vas considerando al equipo como uno de los posibles rivales que puedes tener en la Champions. Wir haben natürlich schon gemerkt, dass wir unsere absolute Topleistung nicht nur einmal abrufen müssen, sondern auch zweimal in beiden Spielen. Sonst kannst du auch mit solchen Mannschaften rauskegeln. Man erinnert sich leider an die Verlorenen öfter zurück als an die Gewonnenen. Ein Dramaturg hätte das nicht besser vorbereiten können. Das muss man sagen. Selbst mein Kleiner, der hat schon heute Morgen noch gesagt, er kommt gegen Liverpool, da will ich unbedingt mit dabei sein. Das ist eine besondere Atmosphäre in der Anfield Road, ein legendäres Stadion, wo schon so viele heiße Schlachten geschlagen worden sind. Und wir treten jetzt doch dann, da freuen wir uns drüber und wollen natürlich aber gleichzeitig auch da demonstrieren, dass wir wirklich zu den acht Besten auch gehören, was die momentane Verfassung unserer Mannschaft anbetrifft. Wir kommen gerade rechts. 45.000 Menschen sind hier, wie immer. Etwas ganz Neues für die heute ganz in Blau gekleideten Leverkusener. Sie sind allesamt zum ersten Mal hier zu Gast. Respekt war natürlich groß, gerade auswärts in beiden Spielen, in beiden K.O.-Spielen. Da war natürlich Gänsehautatmosphäre.
und der Rekordmeister Englands, der FC Liverpool. Eine Macht hier zu Hause. Mit einer bunt gemischten Mannschaft und einer ungeheuer starken Bilanz. Wir wurden selten so dominiert an Anfield Road. Also wir haben das Spiel gewonnen 1-0. Ich weiß bis heute nicht wie, weil wir über 90 Minuten eigentlich zweiter Sieger waren in allen Belangen. Haben nach einer Standardsituation noch Sami Hyypiä 1-0 gemacht. Jetzt Riese. Achtung auf Hyypiä. Und Owen. Tor! Sami Hyypiä. Aber das muss man noch mal sehen, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen ja vorher gesagt, einen solchen Fehler, und das war ein ziemlicher Bock, den nutzen die Reds. Eiskalt und ohne Gnade. Schauen Sie mal den Placente an. Was ist denn das für ein Stellungsspiel gegen Owen? Donnerwetter. Wir wurden selten so beherrscht und hatten natürlich großes Glück, dass wir 1-0 gewonnen haben, aber natürlich eine super Ausgangsposition, kein Tor kassiert, eins geschossen, super Ausgangsposition, um nach Leverkusen zu fahren. Liverpools Trainer Gérard Houllier war heute bei der Ankunft noch nicht so gesprächig wie nach dem Hinspiel, als er Leverkusen als Klasseteam bezeichnete. Und so ist man beim Tabellenführer der Bundesliga auch sicher, dass die Liverpooler Stars ohne Allüren angereist sind. Dass Liverpool uns sehr ernst nimmt, beweist allein die Tatsache, dass sie ihr Spiel verlegt haben vom Wochenende. Also haben jetzt eine Woche Pause gehabt, um sich ganz und gar auf dieses entscheidende Spiel vorzubereiten. Doch auch Leverkusen ist derzeit gut drauf und man sieht sich durchaus in der Lage, den Rückstand wettzumachen und die kleine Sensation zu schaffen. Zumindest dann, wenn es gelingt, so zu kombinieren, wie man es in Liverpool ansatzweise getan hat. Ein sauberes, schnelles Passspiel, Doppelpässe, Tempo-Dribblings über die Flügel, versuchen da in den Rücken der Abwehr zu kommen. Das sind so die Mittel, die wir uns vornehmen, in die Tat auch richtig umzusetzen. Wir haben die Anfield Road erlebt vor einer Woche, meine Damen und Herren. Aber Leverkusen muss sich nicht verstecken. Hier ist auch Tempo drin. Hier ist auch Atmosphäre. Da war die Hölle los. Also oft ist in den kleinen Stadien mehr los als in den großen Stadien. Und das war an dem Abend mit Sicherheit der Fall. Ballack. Ja! Ja! So muss es sein! Ich glaube, im Mittelfeld einen Ball bekommen. War relativ ungefährlich. Ich glaube, auf rechts gehabt. Gérard ist, glaube ich, von der Seite gekommen. Ich wollte schießen und kam irgendwie noch, da hat sich davor geschmissen. Intuitiv habe ich dann noch mal eingehakt und musste noch ein bisschen warten. War fast aus dem Stand. War vielleicht ganz gut, weil man sich da mehr konzentriert mit dem schwachen Fuß. Haben ganz gut getroffen und war natürlich ein tolles Tor, was uns emotional sofort wieder ins Spiel gebracht hat. Und auch die Zuschauer waren natürlich sofort da. Jetzt passen sie nicht auf natürlich beim Eckball. Ne? Der Bledaric hat da ein bisschen verschiedene Dinge im Kopf gehabt und hat diesen portugiesischen Verteidiger Xavier Abel ein bisschen zu frei gelassen. Jetzt brauchen wir immer noch zwei Tore. Dann kommt eben nochmal Ballack. Mit dem Kopf. Also ich habe selten einen Mittelfeldspieler gesehen in meiner langen Laufbahn, der so kopfballstark war, der so mutig geht, der in diesen Zweikampf gegen zwei Liverpooler rein und holt sich eine dicke Nase. Die blutet ein bisschen, das hat er aber weggesteckt und köpft den Ball ins Tor 2-1. Er hat mit, ich weiß nicht, wie alt er da war, Anfang 20, da hat er eine Mannschaft geführt. Ja, eine Mannschaft mit brasilianischen Nationalspielern, deutschen Nationalspielern. Eine Ansammlung von Nationalspielern, aber er war der Kopf der Mannschaft. Also das war schon die tragende Figur in einer insgesamt großartigen Mannschaft. Ah, Roberto Bastürk, die zwei, die sind jetzt in ihrem Element. Neville, Tor!
waren diese Momente, diese Tore waren alle irgendwie besonders, die wir geschossen haben, und das braucht es an dem Abend auch. Wenn man merkt, so ein Gegner, der kann noch mal einen Gang hochschalten, in dem Fall mit Littmann auch überragend gemacht, abgezockt, nicht überhastet, irgendwie auch noch mal eingedreht ins lange Eck. Also da hast du schon diese wahnsinnige Klasse auch von Liverpool gemerkt und hast wieder so einen Genickschlag bekommen. Das war eigentlich das Aus für Liverpool. Weil da sagst du natürlich, jetzt haben wir so viel investiert noch mal, alles versucht, viel ist aufgegangen, aber nur 10 Minuten, jetzt brauchen wir noch ein Tor. Die Gefahr, dass die uns noch mal auskontert. Und da begann natürlich, da waren wir schon mitten in einer Phase drin, wo die Leute vollkommen durchgedreht haben. Und Topmüller hat gesagt, egal, alles oder nichts. Lucio also nach vorne, und da war der plötzlich halb links im Strafraum. Und wenn der Lucio da durch war, der konnte rechts, der konnte links, der konnte mit dem Kopf, vollkommen egal. Ihm war klar, der Berbatov war frei. Berbatov, du interessierst mich nicht. Batsch aufs Tor drauf. Sensationell. Oh ja, da ist die Chance, Tor! Lucio, das war ein Millionenschuss des Brasilianers. Und zwar Millionenschuss in Euro. Millionenschuss fiel mir direkt ein und gesagt, meine Güte, jetzt bist du im Halbfinale, jetzt kassierst du aber richtig Kohle. Wir hatten Spieler zu dem Zeitpunkt, die waren einfach auch emotional absolute Weltklasse, und da gehörte Lucio auch mit dazu, und da gehörten viele andere auch mit dazu, und das hat es einfach gebraucht, und diese Unterschiedsspieler brauchst du einfach, um dann auch solche Erfolge zu erzielen und nochmal zurückzukommen nach so einem späten Genickschlag. Dann sieht man einfach, was sie für einen Willen und für einen Zusammenhalt hatten und für einen Glauben an die eigene Stärke, dass sie dann gesagt haben, okay, jetzt mit dem 3-2 durch Lippmannen sind wir wieder draußen, dass sie irgendwie einen Weg finden und Lucio sich da durchtankt und das vierte Tor macht. Und das, das war ja Aussagen, das muss man dann auch anerkennen. Es kann nur einer gewinnen, kann nur einer weiterkommen. Und über die zwei Spiele muss man dann wahrscheinlich auch letztendlich sagen, was verdient. Da ist das Aus für Liverpool, und Bayern 04 ist im Halbfinale. Der größte Erfolg für diesen Verein international, trotz des UEFA-Cup-Siegs von 1988. Ein Wahnsinn, man kann es gar nicht begreifen, weil die Mannschaft ja vorübergehend schon wieder out war, ausgeschieden war. Ein Hoch und ein Tief und ein Auf und ein Ab, wie man ihn häufig nur im Fußball erleben kann. Welch ein Fußballabend, meine Damen und Herren. Gott sei Dank waren wir alle dabei. War ein Wahnsinnsspiel, vielleicht das emotionalste Spiel, was ich mitgemacht habe in meiner Karriere. Neben ein, zwei anderen war das sicherlich auch für mich persönlich natürlich mit zwei Toren was absolut hängen geblieben ist. Wenn ich an das Tor von Lucio denke, wird es mir immer noch ein bisschen mulmig. War natürlich damals auch der vielleicht größte Verein der Welt. Leverkusen hat auch toll gespielt. Das merkst du ja auf dem Feld. Das merken ja die Spieler ganz genau. Das war natürlich eine überragende Erfahrung für jeden einzelnen Spieler. Eine streng geheime Flughafenkonferenz mit Michael Ballack. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Die Zöpfe von Seroberto sind ordentlich geflochten, die Krawatten von Sebeskin oder Lucio sitzen. Und der Gegner ist sowieso übermächtig. Wir spielen im Old Trafford, wo die absoluten Größen dieser Welt gespielt haben und die englischen Topstars beheimatet sind. Man U schottet sich vor dem Spiel im Theater of Dreams, also dem Theater der Träume, ab. Klaus Topmüller hat es geschafft, diesem Team eine Siegermentalität zu geben. Sie greifen mit 6 oder 7 Spielern an und nutzen ihre Chancen konsequent. Wir haben wirklich ein Wahnsinnsspiel dort abgeliefert. Wir waren irgendwie überhaupt nicht nervös, sondern meiner Meinung nach eines der besten Spiele gemacht. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur 2-2 ausging, hätten dort, glaube ich, gewinnen müssen. Waren dann Schluss
meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Und jetzt hören Sie mal hin, wie die Spieler das erleben, wenn sie hier in dieses wunderschöne Stadion reinkommen. Einzulaufen in dieses Theater of Dreams, in dieses Stadion, war, glaube ich, mein mit emotionalster Moment von der Atmosphäre her. Also das war wirklich Gänsehaut, die wir da bekommen haben. United, sie hatten eine unheimliche Wucht. Die haben vielleicht sogar ein Stück weit deutsch gespielt, dass sie das gemacht haben oder nur das gemacht haben, was sie machen mussten. Scholes, Van Nistelrooy. In der Mitte Giggs, Solskjaer auch. Solskjaer! Und ein Tor! Tivkovic! Aber Leverkusen hatte natürlich die Mittel, da dagegen zu setzen. Und sie wussten, dass sie mit der Qualität da vorne, dass sie immer ein Tor oder zwei machen können, was sie ja dann auch in Manchester gemacht haben. Lucio, so ist es, wenn es klappt bei ihm. C. Roberto, der ist gut, Ballstück. Schneider. Ballack! Wunderbares Tor! Ein Tor auswärts, egal wie das Spiel ausgeht. Das war's, was sie wollten. Hier, Lucio. C. Roberto, endlich mal am Flügel. Wenn Bastürk nicht 1,68 ist, macht er's. Schneider. Und dann braucht's Technik. Und die hat Ballack. Sein sechstes Tor in der Champions League. Ich weiß nicht, ob er schon mal ein wichtigeres erzielt hat. Er hatte eine Aura, er hatte eine Präsenz, das einfach die anderen mitgezogen hat. Ja? Und er hatte eine gesunde Überheblichkeit und eine gesunde Arroganz, die andere aufschauen hat lassen, ja? Auch die Gegend. Veron, Van Nistelrooy, Vorsicht, Roberto ist kein Abwehrspieler. Und da hat er nichts verloren. Das muss er nicht machen, Elfmeter. 3,5 Minuten nach dem Ausgleich machen sich die Leverkusener das Leben wieder schwer. Und wer sonst? Van Nistelrooy. 9 Champions League-Treffer, 10 Champions League-Treffer. Ballack. Neville. Bastürk, Neville, Tor! Frei nach Churchill, nie aufgeben. Was haben sie da gebissen und gebissen? Und wieder Bastürk, der Ausgangspunkt. 2:2, mein lieber Schwan. Die Moral von Leverkusen. Zu erkennen, wann einer verwundbar ist, und dann musst du da sein. Und das ist eine Qualität. Das haben die wenigsten Mannschaften, diesen Killerinstinkt dann wirklich auch durchzugehen und zu sagen und nicht Angst vor der eigenen Courage zu bekommen, zu sagen, oh, jetzt kriege ich Angst vor dem Gewinnen. Das hatten sie nicht. Also die waren sich ihrer Stärke überzeugt und bewusst. Bayer Leverkusen holt in Old Trafford gegen Manchester United ein 2:2. Das Ganze muss man erstmal verdauen. Gratulation zu einer riesigen Leistung. Das ist ja ein Publikum, das sich auskennt. Dieses Publikum hat gemerkt, das ist eine starke Mannschaft. Donnerwetter. Wir haben einiges gehört über die Jungs von Klaus Toppmöller, aber die bringen das hier auch gegen unsere Supertruppe. Die sind ja nach dem Spiel gefeiert worden. Das hat es ja noch nie gegeben. Alex Ferguson hat den Hut gezogen. Und er ist natürlich wieder unter ihnen. Und sie sind bei ihm. Und das ist auch einer der Schlüssel für Bayer Leverkusen in dieser Saison. Der fluchtartige Auftritt der Stars von der Insel heute am Flughafen Köln-Bonn. Roy Keane gesichtet, Ruud van Nistelrooy gut zu Fuß und Edeljoker Ole Gunnar Solskjaer bei den Jagdszenen vor Leverkusen.
älter und langsamer Trainer Alex Ferguson. Sein Kommentar: Es wird kein leichtes Spiel, wir schauen mal, was passiert. Schwupps, da saß er schon im Bus, ab nach Leverkusen. I think we will play better than last wir time. Werden auf jeden Fall besser spielen als vergangenen Mittwoch, da bin ich mir sicher. Wir haben immer die Klasse, auswärts ein Tor zu schießen, das weiß Leverkusen auch. Und ich hoffe, dass diese zwei Gründe ausreichen, um Leverkusen das Leben schwer zu machen. Große Abende brauchen große Spieler. Voraussetzungen nur noch mal schnell runtergebetet. Jedes Unentschieden. 0:0, 1:1 reicht Leverkusen. Wir haben eine Wahnsinns-Willenleistung noch mal, Willensleistung gebracht. Viele, ich glaube, wir wollten die Kreuzband leider gerissen. Nicht, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht gut. Hier drüben, sehen Sie, wie sich das Knie verdreht? Eieieiei. Jens Nowotny, leider Gottes mit Kreuzbandriss, das tut so weh. Ich hätte lieber das Spiel hergegeben, um die Gesundheit da von Jens zu gewährleisten, aber es ist nun mal passiert und ist schlimm für uns und auch für Fußball Deutschland, glaube ich. Wir haben Tribut zollen müssen für diese harte Saison, das hat man schon gemerkt im Rückspiel. Van Nistelrooy. Zivkovic kommt ins Straucheln, Giggs, Tor! Giggs und Van Nistelrooy im Zusammenspiel. Und am Ende ist es Roy Keane, wenn ich das richtig gesehen habe. Roy Keane. Wer sonst? C. Roberto. Bastürk. Neville, Tor! Oliver Neville mit seinem 5. Champions-League-Tor. Gucken Sie sich das an. Sie lassen ihn Platz. Hier. Da ist Jonsen bei ihm. Da kommt Blanc zu spät. Und dann trifft er, wie er genauer nicht treffen könnte. Und wer immer gezweifelt haben mag, und ich gebe zu, ich war einer von denen, an der Aufstellung von Neville als einzige Spitze. Für den Moment jedenfalls alles richtig gemacht. Im Moment ist Bayer Leverkusen wieder im Finale. War das wichtig? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und der Neville, der war einer, der immer antizipiert hatte. Ein scheuer Mensch, aber ein fantastischer Fußballer. Spritzig, immer versucht zu schauen, wo kann ich den Ball noch abgreifen möglicherweise. Und wahnsinnig torgefährlich. Mut! Da muss er nicht hin! Da muss er nicht hin! Verlangen! Ich glaub's nicht. Placente holt diesen Ball von der Linie. Achtung! Jetzt sind die 4 Minuten rum. Aus! Bayer Leverkusen ist im Finale der Champions League. Der Bayer-Wahnsinn nimmt kein Ende. Gar nicht ermessen, welche Top-Mannschaften es in Europa gibt. Und Bayer Leverkusen steht im Finale und hat gegen Manchester United in 2 Spielen die Qualifikation gepackt. Du bekommst nicht immer das Ergebnis, das du verdienst. Una final, pues, como todas especiales, ¿no? Con muchos nervios, minutos finales de mucha tensión. Es sollte nicht sein, aber für uns war es trotzdem eine überragende Saison. So sieht das aus, wenn ein Champions-League-Finalist eine Pressekonferenz gibt. Toppi und Co. vor rund 500 Journalisten und 30 Kamerateams.
Trotzdem ist nur wenig zu spüren von Nervosität bei den Leverkusenern. Alles betont lässig und locker schon bei der Ankunft. Eigentlich untypisch vor so einem Finale, aber was haben sie zu verlieren? David Leverkusen gegen Goliath Madrid. Sie haben 100-jähriges Jubiläum und gerade in diesem Jahr, denke ich, wollen sie auch diesen Champions-League-Titel unbedingt holen. Und mit dieser Mannschaft müssen sie eigentlich auch diesen Champions-League-Titel holen. Aber wir haben da ein bisschen was dagegen und ich hoffe, dass wir das morgen zeigen können. Ohne Druck Fußball spielen, das war im Titelkampf und im Pokalfinale nicht möglich, morgen aber schon. Wir sind Außenseiter, aber trotzdem hat man das Finale erreicht. Wir haben uns alles hart erarbeitet, wir haben große Gegner ausgeschaltet, brauchen uns nicht zu verstecken und jetzt wollen wir auch den Pokal holen. Final de Champions es algo diferente, previo, durante, después, todo lo que engloba poder disputarla tiene algo diferente al resto, ¿no? Y digamos que lo que envolvía aquel campo, lo que envolvía aquella gente era pura magia. Wenn du die Spieler kennst und ich war mit allen oder bin immer noch gut befreundet, das sind super Jungs und das haben sie sich wirklich verdient und mit so einer Truppe dann in den Champions-League-Finale einzuziehen, wo du auch eine Chance hast. Es ist ja nicht so, dass sie sich dahin gestohlen hätten. Das haben sie sich verdient, haben große Mannschaften ausgeschaltet. Und da hat es mich natürlich für die Jungs unheimlich gefreut, da nach Glasgow, dass sie nach Glasgow fahren können und haben natürlich gehofft, dass es ein gutes Ende nimmt. Wir haben dort auch noch mal alles rausgeholt. Wir haben überzeugt, diese Übermannschaft, auch von den Namen her, gegen die du dann schlussendlich als Krönung in so einem Finale spielen kannst, gegen die durften wir spielen. A ver, yo creo que Leverkusen estaba en la final por méritos propios y como te he dicho hizo una gran temporada. Diese Entscheidungsspiele, dafür braucht man auch Erfahrung. Hat man diese Spiele mehrmals gespielt, dann ist es einfacher. Also Real wird anstoßen von links nach rechts. Das zweite deutsch-spanische Finale innerhalb von 2 Jahren läuft. Zidane. Leverkusen hat ja so ein bisschen die fatale Neigung, die ersten Minuten zu verschlafen und in Rückstand zu geraten. Lucio lässt Raul wieder laufen. Und da ist passiert. Yo creo que a todos nos pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que estaba en el banquillo y pues, en ese caso, cuando Roberto vimos que cogió la bola, pues, bueno, vi que llegó a Raúl, pero quizá no estaba tan desmarcado solo como para poder crear una ocasión de peligro, ¿no? Lo que pasa es que Raúl tiene estas cosas. En una jugada que parece que no hay nada, te mete la puntera de una manera extraña y yo creo que hasta... Todos los que estábamos allí en aquel campo nos quedamos sorprendidos que fuese gol, ¿no? Nadie se lo esperaba, que ese remate. Wir waren selber unter Schock, so ein bisschen die Spieler. Ich selber auf jeden Fall. Ich habe noch rausgeguckt zum Toppis, weiß ich noch, in der Mittellinie und habe mit den Händen noch so gemacht. Das hat es noch angesprochen. Langer Einwurf von Roberto Carlos. Es wurde angesprochen, diese schnellen Einwürfe. Wo die Gegner teilweise noch schlafen und genau das ist uns nach 5 Minuten passiert. Also das war wie, wo waren wir gerade in der Besprechung? Drinnen warten sie, Tivkovic, Ramelow auf den Freistoß von Schneider, der sie alle tritt. Und gut hin und 1:1, Lucio, keinem gönn ich's mehr. Dann kommt Lucio. Lucio mit 4 Toren in der Champions League, insgesamt hat er glaube ich 8 Tore erzielt in der Saison. Da hat er gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen, ich komme nach vorne. Ja. Also Freistoß von Schneider, zack, also ähnlich wie Ballack, ne? In der Luft rein, 1:1. Sind wir wieder dabei. Also wir haben ja den Pokal schon gesehen beim Rausgehen, also keiner hat versucht oder es gewagt, ihn zu berühren, aber wir sind mal wieder dabei. Es ist totenstill in der Kurve der Real-Fans, weil sie sehen, weil sie spüren, wie viel Mühe ihre Mannschaft jetzt hat. Solari. Das ist das, was sie probieren.
auf Roberto Carlos. Zidane. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Leider wunderbar. Und das in der 45. Minute. Bayer Leverkusen kriegt es knüppeldick. Knüppeldick. Da hatten sie das Spiel so im Griff. Das ist halt einfach Fußball. Das ist halt dann auch mit dem Tor von Zidane irgendwo so ein Moment, ein Geniestreich, der dann so ein Spiel entscheidet. Por suerte, bueno, pues fueron a favor nuestro, ¿no? Con el famoso gol de Zidane, esa volea que bueno que ha quedado marcado como uno de los mejores goles de la historia. Noch 45 Minuten. Sie müssen es wenigstens versuchen. Das, glaube ich, würde sich und dürfte sich keiner verzeihen. Wenn er hinterher in der Kabine sitzt und sagt, ich habe nicht alles probiert. Ich habe nicht alles probiert. Die letzte halbe Stunde haben wir sie wirklich fast an die Wand gespielt. Wir waren physisch trotz dieser wahnsinnig schwierigen Saison, glaube ich, überlegen. Real Madrid hatte genauso physische Probleme. Also wenn wir dort noch das Tor machen, ich erinnere mich, glaube ich, war die Geburtsstunde von Casillas, der dann eingewechselt wurde, weil etamische Torhüter wieder verletzt raus musste, so in der Mitte der zweiten Halbzeit. Veo a César en el suelo y ya dije, digo, esto ya más serio de lo que parece, ¿no? Y ya me acuerdo ver a Tony Grande y a Vicente del Bosque llamarme, cambio, claro, yo, uno me decía una cosa, otro otra, otro allí, se para el partido, pues fue un poco locura en pocos minutos, sí. Y en aquella final, dado que fue la primera vez que un portero sustituía al que estaba jugando, hizo todo con mi edad, que yo ya pues podía pensar que mi situación iba a ser difícil para la temporada siguiente, pues aquel partido supuso ese punto de inflexión a nivel de mentalidad, de carrera deportiva y de todo lo que vino después. Bastürk, völlig frei. Bastürk! ¡Ya! Casillas. Da hat man mal gesehen, warum er diese Karriere dann bestritten hat, weil der war halt immer rechts mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß, mit dem rechten Arm, mit dem linken Arm, im Kopf und mit seinen Verteidigern. Das waren 3-4 sehr, sehr gute Chancen für das 2-2 und es war zum Verzweifeln. Und Casillas mit dem Fuß! Y bueno, cuando sale Casillas, Iker al campo y hace dos, tres paradas en los últimos minutos espectaculares, ¿no? Sufrimos mucho y el rival no era nada pequeño, así bueno. Es muss irgendwann eine Gerechtigkeit geben. Casillas wieder mit dem Fuß. Es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht, diese Gerechtigkeit. Lo habitual es que casi siempre llegue un equipo los que ha disputado finales y que tenga un cierto nombre, ¿no? Y yo creo que es muy difícil cuando un club, no digo más humilde, pero sí de otro rango. Mann, 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 Mann. Und jetzt ist das Spiel zu Ende. Vor der Zeit pfeift Urs Meier ab. Vicente del Bosque und Real Madrid feiert zum 9. Mal, nicht sie, aber Real Madrid feiert zum 9. Mal den Gewinn der höchsten europäischen Fußballtrophäe. Aber dass Bayer Leverkusen hier über lange, lange Strecken die bessere Mannschaft war, das denke ich, sagen nicht nur wir aus nationaler Sicht. Madrid, muss man natürlich dann auch sagen, in diesen Spielen, das haben wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren wieder gesehen, wenn es solche Spiele gibt, dann sind sie da und dann haben sie auch dieses Quäntchen Glück vielleicht, diese letzte Überzeugung, dass sie sagen, nee, wir spielen keine Finals, wir gewinnen Finals. Und das hat vielleicht an dem Abend den Unterschied gemacht. Raúl und Topmüller, eine faire Geste von Raúl Findl. Por un lado un poco de pena, ¿no? Dentro de la alegría, pues está claro que cuando ves al rival y... Aber ich denke mal, Bayer Leverkusen hat, als ich eben sagte, Renommee Real Madrid. Bayer Leverkusen hat so unendlich viel, auch für den deutschen Fußball, in dieser Champions League-Saison getan. Und für den eigenen Ruf sowieso.
Diese Mannschaft hat alles das in die Waagschale geworfen, was man sich als Trainer, als Vereinsfunktionär von so einer Truppe wünscht. Das war großartig. Das war natürlich dann auch ein anderes Spiel, wie die Finals meistens so sind. Nicht so offen wie die Halb- oder Viertelfinals mit zwei Spielen. Ein Fehler kann so ein Spiel entscheiden. Es hat dann keinen Fehler entschieden. Es hat dann, so wie gesagt, einen Geniestreich von Zidane entschieden. Und somit waren wir Zweiter. Aber es war für uns, wie gesagt, eine herausragende Saison. Ja, es läuft einem manchmal immer noch kalten Rücken runter, wenn man bedenkt, was diese Truppe geleistet hat. Es un equipo que tiene la admiración y que siempre está muy bien organizado. Es un club que casi siempre, en todos los años que por lo menos los últimos 25 años, siempre está peleando por hacer cosas bien, ayudar a jugadores y yo creo que tiene esa admiración, ¿no?, del mundo del fútbol, ¿no? Deswegen war das mit Sicherheit der Startschuss, dass sie da europäisch anerkannt sind und werden. Und es wird natürlich in der heutigen Zeit nicht einfacher, ja, weil viele Vereine es gibt, die andere finanzielle Möglichkeiten haben. Und da musst du kreativ sein. Aber sie haben es trotzdem geschafft, einen Havertz zu haben, einen Wirtz, den man jetzt hat, der wahrscheinlich mit der wertvollste Spieler Europas ist. Also sie schaffen es immer wieder, diese Spieler zu holen und auch zu entwickeln und ihnen auch die Zeit zu geben, das zu machen. Und da nehmen sie, glaube ich, ein Stück weit eine Sonderrolle ein. Die bringt Talente nach oben, die werden verkauft, aber trotzdem spielst du oben mit und zeigst auch, dass du in Europa mitspielen kannst. Dann, das zeigt von einer Qualitätsarbeit. In diesem Fall unsere Generation, a partir de aquella final en el 2002, pues su nombre lo puso en el mapa también futbolístico, ¿no? Jugadores, compañeros, ya no solo lo que acabas de nombrar tú, de Carvajal o Kroos, sino también me acuerdo que Andrés Palop estuvo jugando en el Bayer Leverkusen. Entonces, son cosas que se te van un poco quedando en la cabeza y para nosotros, para los más viejecitos, pues sí sabemos que es un equipo importante, un equipo que te da seriedad y que te puede venir bien de cara a formarte para el futuro como profesional y también supongo como persona, claro. Y yo creo que es un club que hace una buena mezcla entre la experiencia y la juventud y bueno, ayudan a muchos jugadores que ahora están en la élite futbolística, ¿no? Pues a sus primeros pasos, ¿no? A ayudarles en su proceso. Leverkusen hat es jetzt wieder bewiesen, da A, ein gutes Näschen zu haben für solche Spieler, aber eben auch den Spielern das zu bieten, um diesen Schritt zu machen zu können. In der ganzen Ausbildung, was der Verein bietet diesen Spielern, auf welchem Niveau er arbeitet, das ist absolute Spitzenklasse, das war schon immer Spitzenklasse.